Stefan, ihr seid mit dem Titelverteidiger und einem der großen Favoriten hier ins Rennen gegangen. Was war die Marschroute? Was hattet ihr für einen Plan? Ja klar, ich meine, wenn man so einen Mann wie Greg im Team hat, der dieses Rennen die letzten zwei Mal gewonnen hat, ist klar, wer der Leader ist. Und wir waren alle für ihn da. Und ja, wir wollten, heute wollten wir nie, wie soll ich sagen, einen Schritt zurück sein. Also da sind wir auch immer diese Gruppen gegangen, die ja, im letzten Drittel des Rennens gegangen sind. Und dann war schade, dass so eine große Gruppe immer noch zusammen war vor der Mühe und dann mit dem Gegenwind ja, war schwierig vorne, weil sie haben nicht harmoniert. Greg war da, aber ja, am Ende war für uns sicher nicht optimal, dass die Gruppe nochmal aufschließt. Gerade in der Phase nach dem Molenberg warst auch du sehr aktiv. War das so abgesprochen? Ja klar, ich meine, das ist mein Job, sobald ins Finale geht, dass ich da präsent bin. Und das habe ich heute auch so gemacht. Leider war ich vor der Mühe fast noch in einen Sturz verwickelt. Ich konnte zum Glück noch ausweichen, aber war darum ja, weit hinten. Und ja, dann musste ich aufholen und bin erst am Busberg wieder in die große Gruppe hinter Greg reingekommen. Und ja, dann ist es natürlich schwierig, dann kann man nicht mehr viel machen. Aber er hat vorne das Heft in die Hand genommen und hat gezeigt, dass er auch wieder parat ist. Aber wie gesagt, am Ende, wenn sie nicht zusammenarbeiten vorne und nur immer attackieren, dann ja, heute sind wir leer rausgegangen, das kann man so sagen. Was glaubst du, welche Rolle hat der Wind gespielt? Er war gerade auf den letzten 15 Kilometern von vorne und sehr stark. Ja, also ich persönlich habe ich eigentlich mehr erwartet am Anfang auch, dass es vielleicht einen größeren Einfluss haben wird, aber da man immer nur kurz in eine Richtung gefahren ist, vor allem im Finale, war sicher ein Faktor, aber jetzt nicht matchentscheidend. Und am Ende, glaube ich, war schon rennentscheidend, weil ja, mit Rückenwind sieht die Sache anders aus. Oder? Und so mit dem Gegenwind, da ist natürlich 30 Sekunden da, da sind sie gleich da, man sieht sie. Und dann kommen auch Teams fahren, die ja, sonst sehr wahrscheinlich sich verstecken würden. Gerade die älteren Fahrer waren sehr angetan, endlich mal wieder auf dem alten Finale der Ronde. Wie hat es dir gefallen? Ja, sicher, es ist ein Stück Radsportgeschichte. Ja, aber jetzt heute, am Ende ist vielleicht nicht, ja, schwer zu sagen. Ich meine, Head Newsblatt war auch die anderen Jahre im Finale nicht wirklich schwer. Am Ende machen die Fahrer das Rennen, oder? Ich meine, es kann auch sein, dass das 50 Kilometer vom Ziel alles explodiert und dann sind alle happy, aber wenn so eine große Gruppe ankommt, dann wird es jetzt wieder heißen, ja, es war zu einfach, man soll es wieder ändern. Aber ja, wir haben da sowieso keinen Einfluss. Die Mühe ist sicher sehr speziell und das war heute auch wieder ein Highlight, da hochzufahren. Vielen Dank.